Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter für einmal ganz aussen an Würrelose, am äußersten Zipfel Südwesten. Wir sind auf der Autobahnbrücke Würrelose, besser bekannt als Fressbalken. Der Fressbalken respektive Fressbalken ist neu saniert worden, es hat neue Besitzer. Und wir zeigen euch heute, was da alles abgeht. Die neue Eigentümerschaft ist sehr gewerbefreundlich. Wir sind heute hier mit dem Gewerbeverein Würrelose. Wir dürfen einen Rundgang machen und wir dürfen mal hinter die Kulissen schauen. Kommt mit, das ist sehr, sehr interessant. Hier gerade eine Führung. Es wird uns erklärt, was da auf dem Dach oben in Zukunft alles gebaut wird. Sehr interessant. Wir sind hier der Shopping-Autobahn-Raststätte Würrelose. Sie sind hier der Geschäftsführer von Marché. Wieso soll man hier im Marché zu Nacht essen zum Beispiel? Wir sollen zu Nacht essen, weil alles frisch, selber gemacht ist. Und wir bestellen die Lieferung von der näheren Umgebung. Also es kommt alles in der Nähe von hier, von Würrelose. Wieso kommen Sie selber persönlich ausgerechnet jetzt gerade auf Würrelose? Wo sind Sie vorher? Ich war vorher 5 Jahre in Kemptal im Marché. Und jetzt bin ich neu im Marché Würrelose am Arbeiten. Gut. Und ich kenne das von früher auch noch, es ist eigentlich immer noch ein bisschen, wird natürlich immer ein bisschen aufgefrischt, es gibt neue Leute, gibt neue Ideen. Aber früher haben wir immer so ein Sonntagsbrunch gehabt, das war immer so ein Krümpchen, Hauptpreis gewesen, das war immer super gewesen. Kann man das bei Ihnen auch noch nehmen und was gibt es sonst noch für Spezialitäten bei Ihnen? Also der Landsmorgen oder der Sonntagbrunch, wie Ihnen sagen, gibt es immer noch bei uns, jeden Sonntag. Es gibt Family Hit, es gibt Kaffee und Kuchen Hit, und es gibt, jeden Tag gibt es ein Mittagspackage. Die Zeit heute mit der Corona ist etwas schwierig. Gerade heute ist das Swiss Hotel, hat man gehört, ist der Beherbergsbereich zugegangen. Hat sich die Corona-Zeit auch getroffen da? Es hat uns auch getroffen. Die ganze Brücke war während dieser Zeit zu. Gewesen. Aber jetzt haben wir wieder neu aufmachen und sind wieder neu am Starten. Wir haben ein bisschen Angst, dass es gar nicht weit laufen, aber es kommt und kommt. Zum Glück ist der mobile Verkehr, also das Auto, hat man immer dürfen benutzen. Das war immer da gewesen. Jetzt habe ich gehört, man hat hier den schönen Marsch. Es gibt noch Pläne, dass es noch etwas mehr gibt auf der Brücke. Ist das richtig? Das ist richtig. Es wird unten durch. Auf der Ladepassage gibt es noch mal ein Marché-Takeaway. Sehr gut. Dann kann ich also auch, wenn ich gehetzt bin und gestresst bin, kann ich dort einen kleinen Snack reinnehmen? Korrekt, richtig. Ganz einen feinen, frisch zubereiteten Snack. Super. Gut, was gibt es sonst noch besonders bei Ihnen im Marché? Früher hat es so Sitzungszimmer gegeben. Kann man immer noch da Geschäftsanlässe machen oder wie sieht das aus? Den Meetingsraum gibt es immer noch, man kann das jeden Tag buchen, also ist immer noch vorhanden. Und wenn ich gerne ein Gläschen Wein will? Das wird kommen ab 2021. Aus der Umgebung von Würrelose, wie das Bier auch aus den Lägern. Wir
Wir sind hier im Shop von der Victorinox. Sie sind hier Mitarbeiterin. Was tun Sie uns hier verkaufen, außer die weltbekannten Sackmesser, die wahrscheinlich jeder in der Schweiz kennt? Wir sind hier vor dem Wahrzeichen von Schweiz. Und was gibt es bei der Victorinox sonst noch Gutes? Danke, dass Sie fragen. Ja, wir haben noch viel mehr zu bieten. Und zwar Koffer, schöne Taschen, Rucksäcke, die weltberühmte Uhren, die wir haben. Parfüms, die Auswahl ist riesengroß. Also wenn ich da mal irgendwie auf dem Weg bin, etwas vergessen habe, vielleicht nicht gerade Wanderschuhe, aber Rucksäcke, dann komme ich eigentlich fast alles so spielen über ein Qualitätsprodukt. Auf jeden Fall, ja. Und auch Zusatz haben wir ja auch alles, was dazugehört, ja. Frau Spasova, wieso arbeiten Sie bei der Victorinox oder wieso arbeiten Sie auf der Autobahnbrücke? Was ist da das Spezielle? Sehr speziell sind da die Kundschaft. Es sind Wochenende sind die Einheimischen, die kommen. Auch mal Hallo sagen, winken, marschen gehen. Und ich würde aber auch sehr gerne die Menschen, die Leute von außerhalb auch begrüßen. Gibt es da so etwas wie Stammkundschaft? Ja, wir haben die Leute, die eigentlich vorbeilaufen und sehr gerne marschen gehen, haben wir sie zu unseren Stammkunden gewonnen. Gut, super. Und jetzt die Brücke hat man ja den Fressbalk, heisst jetzt Fressbalk, man hat den aufgefrischt, sieht sehr schön aus. Was sind Ihre persönlichen Wünsche noch und auch für das Geschäft, was man da noch vielleicht ein bisschen machen könnte, dass vielleicht noch ein bisschen mehr laufen würde und noch mehr potenzielle Kunden zu Ihnen kämen? Ja, ich würde mir wünschen, dass nicht nur unsere Schweizer kommen, sondern auch die Fahrer, also die da durchfahren, dass auch mal zu uns kommen, hallo sagen und dass sie auch unsere Kunden werden, auch die Menschen vom Ausland gerne, ja. Und sicher auch die Würlosen oder die uns zum naheliegenden Gemeinden, oder? Also wenn man sieht, was da alles geboten wird, jederzeit ein Besuch wert. Auf jeden Fall zu uns kommen, ja, auf jeden Fall, ja, würde mich freuen, ja. Du bist Shopleiterin hier von der Nestlé. Adriana, ich darf dir aussagen, vorher abgemacht haben. Was reizt sich da in dem Shop da auf der Autobahnbrücke auf der, ja, zu arbeiten? Es ist so, wir sind eine internationale Firma und wir sind froh, dass wir Schweizer Produkte bei uns haben dürfen, dass wir das bei uns eigentlich in dieser Brücke zur Verfügung stellen für unsere Kunden. Wir haben natürlich unsere Espresso-Produkte, die in der Schweiz hergestellt werden, wie auch unsere geilen Schocke-Produkte, die wir eigentlich auch gut kennen, die bei uns eigentlich wirklich erhältlich ist. Und das ist ein Schweizer Produkt und wir sind glücklich, da dürfen zu sein. Ich bin natürlich ein riesen Schocke-Liebhaber. Geil ist mir einer meiner Lieblingsschocken. Was haben Sie denn sonst noch Feins hier in dem nächsten Shop? Wir haben natürlich unsere Premium-Marken. Wir haben auch Mövenpick, die wir da zur Verfügung stellen. Wie auch unsere Specialty, wir haben auch Starbucks, die wir neu auch bei uns im Sortiment haben. Also wir haben wirklich unsere Premium-Artikel, die wir zur Verfügung stellen, hier im Nestlé-Shop. Ihr seid hier jetzt mitten auf der Brücke oben. Genau. Ihr habt da ganz einen Haufen andere Läden rundherum. Wie ist das Verhältnis da bei den Shop-Besitzern oder bei den Shop-Angestellten miteinander? Wir haben ein super Verhältnis. Wir sind eigentlich ein Team, total. All die Leute, die wir da drin sind, all die Geschäfte, wir halten zueinander. Nur gemeinsam können wir stark sein. Und ich finde, wir haben ein super Verhältnis und das sollte auch so bleiben, ja. Also mein Wunsch ist, wie du jetzt selber auch sagen, die Leute dürfen da zu haben. Wir wollen die Wünsche der Kunden erfüllen und die können wir erfüllen, wenn sie uns kommen, besuchen und dementsprechend können sie jederzeit zu uns kommen. Ja. Wenn ich jetzt dahinter schaue, den Espresso-Wand, ich trinke auch Espresso, da hat es eine Farbe, die ich noch gar nicht kenne, da wäre mal... Dürfen die bei euch auch degustieren? Selbstverständlich, sie dürfen gerne vorbeikommen, nicht nur den Espresso, wir dürfen bei uns auch Geierprodukte degustieren, wir dürfen natürlich auch Specialty bei uns degustieren, also wie gesagt, wir sind für den Kunden da, wir möchten gerne die Dienstleistung auch anbieten und das darf der Kunde bei uns jederzeit machen. Frau Bloch, Sie sind da Zentrummanagerin von der Autobahnraststätte Würelos. Was gefällt Ihnen da an diesem Job besonders? Diese ganze abwechslungsreiche Projekte, täglich Kontakt mit verschiedenen Angelegenheiten, mit Mietern, mit unserer Kundschaft, mit Umbau. Es ist immer was los hier. Ich war das erste Mal hier an so einer Führung und ich habe jetzt wieder das Gefühl, früher hatte man nicht eine zentrale Leitung hier. Heute sind Sie hier vor Ort und das macht irgendwie macht es sympathischer wieder. Oh. Empfinden Sie das auch so von der Mieterschaft? Wie haben Sie das Verhältnis mit den Mietern hier? Ja, genau das Gleiche. Wir sind hier wie eine große Familie. Wir treffen uns täglich, wir tauschen uns immer aus. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre, ja.
Was hat die Autobahnbrücke Würlos auf Restbalken etwas mehr oder anders wie andere Raststätten? Ja, sicher. Hier bei uns es ist nicht nur noch das Shopping. Wir haben auch sehr viel für Familie. Wir haben zwei Spielplätze. Die Leute können auch einfach einen Ausflug am Wochenende machen. Und es gibt auch sehr viel Abwechslung auch im Gericht und im Restaurant vor Ort. Da sind wir gerade im Arsch rein. Jetzt, wenn ich denke, die Ökologie, heute ist das sehr trendig, oder? Was macht da die Autobahnbrücke für das? Ja, es ist erstmal bei uns aufs Dach ist eine Photovoltaik geplant. Mhm. Wir denken immer in diese Nachhaltigkeit. Wir haben auch unsere Ladestation draußen. Elektro? Elektrostation, mhm. Ja. Mhm. Cool. Seit kurz. Mhm. Dann habe ich auch gehört, für das würdelose Gewerbe soll es auch etwas geben, wo man sich präsentieren kann, das ist richtig. Und lokale Produkte sollen ja auch hier verkauft werden. Es ist uns sehr wichtig, auch mit regional zusammenzuarbeiten. Wie Sie sehen, bei uns, wir haben hauptsächlich Schweizer Produkte. Und das ist auch wichtig, dass für uns in der Zukunft auch mehr Regionalprodukte angeboten werden. Sind da einmal irgendwie Events geplant, wieder so, dass da mal ein Fest kann stattfinden oder ein Samichlaus kommt oder irgendetwas? Ja, das war alles schon für dieses Jahr geplant. Leider wegen dieser Corona-Zeit müssen wir alles auf 2021 verschieben. Aber es ist noch sehr viel geplant, auch im Bereich Musik, auch im Bereich Zusammenarbeit mit der ganzen Gewerbeverein. Ja. Michi Spieler, Präsident von BFN Würlos. Wir haben jetzt einen sehr interessanten Rundgang gehabt, hier Shopping Raststätte Würlos. Fressbalken neu, also Fressbalken ehemals. Wie ist dir das angekommen? Wie hat dir das gefallen? Mir hat das sehr gut gefallen. Es ist vor allem interessant, dass der Bau, der ja sehr prominent hier ist, und in Würlos sehr bekannt und Würlos auch bekannt macht, dass man selber eigentlich relativ wenig dazu weiss unter Umständen. Und das hat uns doch jetzt einen recht schönen Einblick gegeben, nicht nur in das, was jetzt existiert, sondern auch in das, was sie noch vorhaben hier in dieser Raststätte. Die Raststätte ist auch Mitglied des Gewerbevereins und ich glaube, die haben ein grosses Vor. Die wollen glaube ich, das würdelose Gewerbe sogar nicht einbinden. Es hat einen Pavillon gegeben, hier, wo das riesige Gewerbe, also das würdelose Gewerbe, auch Einsitz nehmen kann, wo man auch ein Produkt hier verkaufen kann. Ich finde das eine sehr tolle Idee. Wie sind ihr zu dem gekommen? Oder sind die allein auf das gekommen? Es ist vor etwa einem Jahr, zwei Monate vor dem Christkindlmarkt, vor einem Jahr, haben die ersten Kontakte schon gefunden, tatsächlich. Also die neuen Eigentümer, die jetzt hier auch die Renovationen durchgezogen haben, die ja im letzten Jahr dann eröffnet werden können, die sind auf uns zugekommen, aktiv, mit dem Wunsch, sie möchten gerne mit dem Gewerbe vom Lokalen, auch vom Gewerbeverein, in Verbindung treten und dort mehr zusammenarbeiten. Und das habe ich wirklich eine wahnsinnig schöne Begegnung gefunden. Mhm. Und es gibt wahnsinnig viele Türen, die sich hier auftun. Das ist in dem Sinne ein Glücksfall für Würlos, Glücksfall auch für das Gewerbe. Wie sieht es sonst aus mit dem würlosen Gewerbe? Jetzt haben wir die ganze Corona-Krise, ein Teil hinter uns, ein Teil steht noch vor uns. Ich weiß nicht, wohin das geht. Wie ist der Puls am würlosen Gewerbe? Also das würdelose Gewerbe ist sehr kämpferisch. Ich glaube, wirklich ganz viele haben sehr, sehr kreative Lösungen entwickelt. Gerade im Gastgewerbe, im Ladengewerbe, verschiedene auch kleinere Handwerker, die haben sehr kreative Ideen gemacht und umgesetzt. Aber es ist eine ganz schwierige Sache. Und die grosse Unsicherheit, die kommt aber erst noch. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Corona-Krise noch bei weitem nicht vorbei ist. Wir haben jetzt das Gefühl, man hat sich ein bisschen daran gewöhnt. Aber ich glaube, die grossen Einschnitte die werden noch kommen. Der Gewerbeverein Würlos ist ein Verein. Ich glaube, dort ist es auch wichtig, wenn es Firmen gibt in Würlos, wenn ihr mitmacht im Gewerbeverein. Ich glaube, man tut sich dort untereinander auch ein bisschen helfen. Oder? Das soll auch der Gedanke dahinter sein. Ja, also ein Gewerbeverein ist ja nicht an sich eine Dienstleistung für die Mitglieder, aber es ist ein Netzwerk. Und je besser dass die Mitglieder das Netzwerk davon nutzen können, desto einfacher ist es, gerade in schwierigen Zeiten, wenn man sich kennt und sich aushelfen kann, dann ist es viel besser. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich das, was man sieht im Moment in dem Gewerbeverein, oder? Dass das eben wahnsinnig viel ausmacht. Ich würde sagen, dann stoßen wir noch an auf das würdelose Gewerbe, auf die neue Autobahnraststätte, schön renoviert.
Danke, danke vielmals. Und alles Gute. Danke fürs Würgelose Gewerbe. Wir sind am Ende der Vorstellung der neuen Shopping-Raststätte Würgelose. Wir haben eine interessante, sehr interessante Führung gehabt. Mit der Raststätte Würgelose, mit dem Fressbalken, geht es nicht bergab, sondern es wird bergauf gehen. Die es noch nicht kennen, können schauen auf Würgelose. Im ganzen Südwesten von Würgelose ein Bischof geworden. Schön hell, ökologisch, CO2-neutral. Super. Ich sage gute Nacht miteinander und bis zum nächsten Mal. Vielleicht hier auf der Autobahnbrücke in Würgelose. Tschüss zusammen.